In der heutigen Folge erfahren Sie ein paar Routinen von René Rink. Mehr ist möglich. Der Alex Rouge Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Hallo, hier ist Alex Rouge. Ich sitze hier in meinem Audiostudio am schönen Havilersee und René Rink ist zugeschaltet aus Eging am See. Er ist also auch in der Nähe eines Sees und er wird in der Branche als E-Mail-Marketing-König bezeichnet. Er ist auch einer der Autoren der Rouge Firmengruppe. Genau gesagt habe ich mit ihm ein Modul gemacht über E-Mail- und Newsletter-Marketing im Rahmen des Rouge Marketing Diplom Online-Lehrgangs. Er ist auch Buchautor, er ist Mentor, Coach, Experte und ich habe mit ihm kürzlich auf La Palma einen neuen Online-Lehrgang gedreht. So ein 50-50-Lehrgang. Er hat 50% der Inhalte gebracht. Ich habe 50% der Inhalte gebracht. Und der Lehrgang trägt den Titel «So werden Sie der Pilot Ihres Lebens und Ihrer Firma». Dieser Lehrgang hat insgesamt 7 Module und in einem Modul geht es um Routinen. Und genau darüber werde ich jetzt mit René Rink sprechen, denn er hat ein paar sehr ungewöhnliche Routinen. Er macht auch Dinge, die ich jetzt nie tun würde, nicht einmal, wenn ich 1.000 Euro pro Tag bekommen würde. Und das werden Sie jetzt hier erfahren in dieser einzigartigen Folge. René Rink, wie geht's dir? Hallo Alex, danke für die sehr charmante Einleitung. Das tut erstmal wieder gut, das ab und zu mal so zu hören. Danke dafür. Und wie es mir geht, unglaublich entspannt, unglaublich gut hier auf meinem Gamechanger-Hof in Eging am See. Wenn man damals, als wir den Kurs gemacht haben, vor einem Jahr gab es das Ganze noch nicht, da hat sich viel getan in den letzten halben Jahr. Und wenn man plötzlich an dem Ort seine Firma hat und sein Leben hat, wie man sich das Ganze vorgestellt hat, dann kann es einem nur gut gehen. Ja, genau, darauf möchte ich jetzt auch ein bisschen noch eingehen, denn wir kennen uns, ich glaube, seit 2017. Ich habe mich damals auch gebucht als Facebook-Coach für mich und auch für Elijah Barron. So haben wir uns kennengelernt und so waren wir dann auch regelmäßig in Kontakt. Und als ich dann einen Experten gesucht habe für das Thema E-Mail-Marketing, habe ich dann sofort an dich gedacht, weil das dann auch deine neue Spezialität wurde. Und du hast ja auch interessante, einzigartige Wege, wie du dich präsentierst. Und ich weiß noch, damals hast du dich als Löwe bezeichnet und dann später als Fuchs. Vielleicht kannst du mal darauf kurz eingehen. Naja, bei mir in meinem Business und auch in meinem Leben hat es immer was damit zu tun mit dem sogenannten Lebensweg, mit deiner Berufung, wie du durch das Thema oder durch dein Leben gehst und wo du glaubst, wo deine Energien sind. Und eine ganze Weile bin ich halt diesen Weg gegangen des Löwen. Und der Löwenweg kann man alles ableiten. Wir arbeiten auch viel oder ich arbeite auch ein wenig oder viel, kommt drauf an, mit mystischen Systemen tatsächlich. Manche kennen das aus der Astrologie. Du bist ein Wassermann, also bist du so und so. Oder du bist ein Löwe, also bist du so und so. Geht halt viel, viel tiefer. Und das Thema Löwe war eine ganze Zeit lang der Auftritt. Wir machen auch bei uns in der Firma tatsächlich Marketing-Archetypen. Es gibt ja 12 Archetypen, die wir alle haben. Und ein Archetyp ist dort zum Beispiel der sogenannte Ruler, der Herrscher, der Löwe. Ja, und du siehst bei vielen Unternehmen, die genau diesen Anspruch haben, also auch Mercedes hat zum Beispiel den Ruler, den Löwen als Archetypen. Und dann geht man natürlich raus und sagt, folgt mir, ich habe die Lösung, ich bin der Guru. Also auch ein Tony Robbins hat zum Beispiel diesen Löwenweg, diesen Rulerweg in seinem Archetypen. Und dem bin ich lange Zeit gefolgt. Nur es ist gar nicht mein hauptsächlicher Archetyp, wo die Menschen sich mit mir verbinden. Das ist es gar nicht. Und es gab da einige Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da habe ich festgestellt, für mich ist es halt ein Tier, weil ich brauche immer Bilder, um mich damit zu verbinden. Aber tatsächlich ist bei mir der Archetyp der
des Entdeckers, des Abenteurers in Kombination mit des Unschuldigen, so wie McDonald's. Ich mache es einfach den Leuten, aber vor allen Dingen entdecke ich die Wege. Und das war für mich der Fuchs und nicht mehr der Löwe. Und seitdem hat sich meine Außendarstellung, mein Branding, wie meine Webseiten aussehen, meine Farben, das ist jetzt alles in Grün und Gold, also ein bisschen ist noch der Ruler noch leicht drin durch das Gold, hat sich das alles verändert. Und so gehe ich auch durchs Leben und durch den Entdecker, den Abenteurer, sieht man mich jetzt auch in Hemd, aber in Hemd und Trekkinghose. Der Gamechangerhof ist jetzt nicht mehr in München, in der Löwenstadt, ja, wo alles schick und teuer ist, sondern ich habe jetzt den Gamechangerhof mit Feuerwiese und Fasssauna und Eisbad und Kellergewölbe, wo man Wein und Whisky trinkt und einen Raum mit Feuerholz und all diese Sachen. Und da hängt ein Dartboard und wird draußen eine Axtwurf Platz gemacht, wo man Wikinger-Äxte werfen kann und Bogenschießen und so weiter. Also mein Branding hat sich verändert, mein Lebensweg, ich bin jetzt in meinem Lebensweg. Und das ist tatsächlich der Fuchs und nicht mehr der Löwe. Das heißt, der Löwe wird vielleicht in München, da hatte ich die teure Penthouse-Wohnung mit großer Dachterrasse, wo es auch schon ein Feuer gab, aber es war halt die teure Penthouse-Wohnung, ja, mit alles modernst und so weiter. Und jetzt ist es eher so, die Leute lieben es. Ja, da wird der Grill angeschmissen im Mentoring. Da wird dann abends einfach ein Wein getrunken und danach geht man halt in die Sauna und meditiert dann dort gemeinsam oder unterhält sich einfach ganz gut. Ein ganz anderer Ansatz. Und das ist der Fuchsweg. Der Fuchs lebt im Wald und hat viele Tierfreunde und Höhlensysteme. Und der Löwe wandert anders. So, war jetzt ein bisschen länger, aber hat vieles damit auch zu tun, wie ich ja auch meine Routinen und überhaupt mein Leben gestalte. Das muss halt zu einem passen. Und der Löwe hat halt nicht so zu mir gepasst wie der Fuchs. Ja, genau. Finde ich eben spannend. Ich habe es auch bewusst hier so als Einstieg genommen, denn in unserem Lehrgang geht es ja auch darum, dass wir eben der Pilot unseres Lebens sind und unserer Firma. Und das heißt, wir schauen, wo fühlen wir uns wohl. Und ich weiß noch, damals, als wir den Lehrgang gedreht haben, es ging jetzt etwas länger mit der Post-Production. Er wird also jetzt erst ein Jahr später lanciert. Und damals hast du ja immer noch in deinem Penthouse gewohnt. Und jetzt hast du dir einen Lebenstraum erfüllt. Es ging ja auch echt lange. Du musstest das auch zuerst finden und so. Eben dein Retreat heißt es auf Englisch. Wie sagt man dem auf Deutsch? Na, eigentlich dein Rückzugsgebiet oder wirklich dieses, also ich würde es wirklich sagen, als Lebensmittelpunkt, wo ich sagen kann, hier will ich sein, hier bin ich Mensch, ja, hier kannst du sein. Das ist der alte, glaube ich, DM-Spruch oder sowas, ja. Aber das ist wirklich diesen Ort gefunden zu haben, manifestiert zu haben, dass ich den dann auch so kaufen konnte. Und jetzt wächst er natürlich. Ich bin seit Oktober 2021 hierher gezogen. Und er wächst natürlich. Erst kam die Fasssauna dahin, jetzt wird draußen der Garten gemacht, jetzt wird zum ersten Mal eine Schwitzhütte aufgebaut, über die Ostertage mit einem ersten Event zum Thema Live-Setting, also wo Unternehmer kommen und eher an ihrem Mindset, Emotion-Set und spirituell arbeiten, Durchbrüche haben, sodass sie wieder in die Sichtbarkeit oder ins Verkaufen kommen, ihre Blockaden loswerden. Da wächst sowas natürlich. Und das war alles in München natürlich nicht so möglich. Da konnte ich nicht sagen, jetzt mache ich ein großes Lagerfeuer. Oder ich habe jetzt meinen eigenen großen Seminarraum, wo bis zu 8 Leute bei VIP-Workshops tatsächlich sitzen und an ihrem Funnel arbeiten oder in ihren E-Mails arbeiten. Das war vorher auch nicht möglich. In München brauchte ich immer irgendwo ein Hotel. Und in Corona-Zeiten war das gar nicht mehr möglich oder schwer möglich. Oder dann gab es wieder die Regeln und die Einschränkungen und dann gab es viele Ängste und darf ich das? So, das kann ich jetzt hier gestalten, nach meinen Regeln, relativ frei, sag ich mal. Natürlich nach gesundem Menschenverstand, niemanden irgendwie gesundheitlich zu schädigen, das ist klar. Aber hier bin ich relativ frei und die Leute können unterkommen. Bei meinem ersten Event, das hatte ich kurz vor Weihnachten, da waren fast 20 Leute hier, da sind welche sogar mit ihrem eigenen Camper gekommen, obwohl es kalt war und haben gesagt, das machen wir so. Und in Pensionen untergebracht und da gab es immer Möglichkeiten. Manche sind nach Hause gefahren dann wieder. Also es ist Freiheit einfach, das so zu machen. Das ist mir halt extrem wichtig. Ja, das finde ich gut. Das passt eben auch gut zu mir
und auch zum Lehrgang. Eben, es geht um Freiheit. Bei mir ist ja auch Freiheit sehr wichtig. Es gehört zu meinen eigenen persönlichen Core Values und eben auch, dass man als Unternehmer experimentieren kann. Unternehmertum ist ja auch wie eine Art Spielplatz. Also ich hatte früher auch ein Penthouse und dann direkt darunter die Büroetage und dann bin ich dann an den Hallwilser gegangen, wo ich dann das erste Haus hatte und seitdem hatte ich mehrere Häuser am Hallwilersee und auch dann das Alex Susch Institut, das Gebäude, wo du mal warst, wo ich dann einen Seminarraum hatte mit Platz bis zu 16 Teilnehmern plus noch die Videotechnik dahinter und so. Das war eben auch so ein bisschen mein Spielplatz. Man muss einfach immer ein bisschen schauen, experimentieren, wohin soll die Reise gehen und Sachen optimieren. Aber jetzt kommt eben das Thema Routinen, was ich auch in der Einleitung versprochen habe. Und du hast ja ein paar recht ungewöhnliche Routinen, also wie zum Beispiel auch, dass du sehr früh aufstehst. Für mich, ich war früher ein Langschläfer, seit ich Unternehmer bin. Mein Ziel ist es in der Regel done by one. Also ich möchte um 13 Uhr fertig sein, bis 13 Uhr wird gearbeitet. Dann kommt eine Stunde auf jeden Fall Mittagspause, wo ich dann in der Sonne liege oder wenn keine Sonne scheint, irgendwo Mittagsschlaf mache. Das ist für mich eine sehr, sehr wichtige, heilige Routine, mit den Hunden rausgehe und dann vielleicht noch am Nachmittag. Es ist jetzt ein Nachmittag, wo ich dann vielleicht noch Podcast-Aufnahmen mache. Aber ich, in der Regel möchte ich fertig sein mittags. Bedeutet, ich stehe relativ früh auf. Weil ich Unternehmer bin, fällt mir das auch immer leicht. Zwischen 4 und 5. Ich war mal eine ganze Zeit lang rigoros um 4. Habe das jetzt aber angepasst. Bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste mit 45 Jahren. Und habe das jetzt auf 5 Uhr angepasst. Weil ich zum Beispiel meine Schlafroutine sehr, sehr wichtig finde. Und ich habe festgestellt, wenn ich eine Stunde länger schlafe und um Punkt 5 aufstehe, ich werde auch automatisch wach, wenn nicht gerade Zeitumstellung ist, dann habe ich einen sehr, sehr guten Schlafwert. Das war zum Beispiel etwas, was ich letztes Jahr mir vorgenommen habe, einen besseren Schlafwert zu haben. Wir beide messen das ja mit unserem Aura-Ring. Und das war für mich ein Ziel und deswegen stehe ich ja regelmäßig um 5 Uhr auf und habe dann eine sehr strikte Morgenroutine bis um 7. Weil um 7 Uhr mache ich tatsächlich mein erstes Gruppencoaching mit den Live-Settern oder Pathfindern. Das ist alles immer morgens mit den anderen Unternehmern, sodass der Tag frisch ist. Und diese Morgenroutine sorgt dafür, ja, dass ich in voller Energie bin, gesundheitlich, körperlich, geistig, mental, emotional, spirituell, was auch immer, ja, tatsächlich. Ja, also wir wollen jetzt ja hier drin nicht schon alles verraten. Hierzu gibt es ja auch ein ganzes Modul in unserem Online-Lehrgang. Aber was mich jetzt doch noch hier interessieren würde, du bist ja auch bekannt für dein Eisbad. Machst du das jeden Tag? Und wenn ja, machst du es am Vormittag oder am Nachmittag oder am Abend? Morgens tatsächlich. Also ich mache es circa 6 von 7 Mal in der Woche. Es kann mal sein, dass ich morgens mich wirklich dann nicht danach fühle oder es ist irgendwas dazwischen gekommen oder wenn es mal nicht so gut ist, dann ist es tatsächlich morgens die kalte Dusche, 3 bis 7 Minuten, wirklich eiskalt duschen, entspricht, hat eine andere Wirkung, also die gleiche Wirkung, aber fühlt sich anders an. Tatsächlich ist das morgens eines meiner Dinge, womit ich starte nach dem Sport. Also ich starte morgens immer mit dem Sport, Trampolin oder andere Dinge, Liegestütz, wenn es mal kürzer sein muss. Also ich muss auch mich abwechseln. Ich bin kein Mensch, der 100 Jahre lang immer das Gleiche tut. Und das Eisbad ist ein wichtiges Element. Ich habe da eine umgebaute Tiefkühltruhe seit 2 Jahren. Ich habe jetzt über 700 Eisbäder hinter mir. Ich bin jetzt ja auch zertifizierter Wim Hof Coach, habe also mich in dieser Methode auch zertifizieren lassen. Es ist auch Teil in meinen Live-Setter-Coachings. Und ich gehe wirklich runter, 3 bis 7 Minuten und mache dort mein Eisbad. Weil dieses Eisbad inklusive dort zur Ruhe kommen und auch mein Game-Changer-Mantra aufsagen, fokussiert mich für den Tag, macht mich fit, macht den Körper absolut fit. Durch diesen hohen Stress, der da ausgeschüttet wird, trainiert das kurzfristig die Stressresilienz und trainiert das kardiovaskuläre System, also unsere 250.000 Kilometer Adern, die wir haben, sodass, also wenn ich mal sterbe, mit Sicherheit nicht ein Herzinfarkt, das ist schon mal Fakt, weil das ist ja der Grund, warum auch viele Menschen, auch Unternehmer, ja, ein Herzinfarkt, Schlaganfall,
Das wird dadurch vorgebeugt. Es hat unglaublich viele gesundheitliche Aspekte, bis hin zu, dass ich meinen Gehirntumor damit geheilt habe, mit Atmen. Das ist noch die andere Technik, die dazugehört, Atmen, Willenskraft und Eisbad. Aber sie bringt mich dazu, dieses tägliche Eisbad, den Fokus zu halten für den Tag, die Motivation. Und ganz ehrlich, Alex, wenn man 7 Minuten ins Eisbad, es ist jedes Mal eine Überwindung, wenn man das geschafft hat, dann schafft man es auch, sich dazu zu bringen, eine Stunde lang die Steuer zu machen oder unangenehme Telefonate zu führen oder andere Dinge zu machen. Wenn man das geschafft hat, ist die Willenskraft und die, ich sage jetzt mal, Leidensfähigkeit so groß, und dass man den Rest dann auch schafft. Ja. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich ja vieles umsetze, aber das hier nicht. Also eben, jeder muss selber entscheiden, was tut er und was tut er nicht. Und das ist ja auch das Coole jetzt in unserem gemeinsamen Lehrgang. Wir bringen ja andere Dinge, du bringst deine Dinge, ich bringe meine Dinge. Und so ist es dann total eine schöne Kombination. Und dann am Schluss kann dann der Teilnehmer einfach entscheiden, das nehme ich vom Buffet, das nehme ich nicht. So ist es total spannend. Es gibt ja noch eine andere Routine von dir, nämlich das Schreiben einer täglichen E-Mail. Etwas, ja, was ich auch nicht tue, ich habe es zwar ein paar Mal gemacht, mal so für 30 Tage, ich glaube so 3 verschiedene Male mal, und dann für mich entschieden, nein, das ist jetzt nicht mein Weg, und bei dir ist es dein Weg, und nicht erst seit einem Jahr, sondern schon seit langer Zeit. Ja, ich seit 7, 8 Jahren circa schreibe ich meine tägliche E-Mail, das heißt also 7 mal 330, also sind so 30, 40 Tage im Jahr, wo ich tatsächlich keine tägliche E-Mail schreibe. Eine ganze Zeit lang habe ich mal samstags, sonntags keine geschrieben. Das mache ich jetzt schon, manchmal, wenn ich krank bin. Also für mich ist das eine Routine, wo die mir hilft, meinen eigenen Weg zu finden. Das heißt, ich sage immer scherzhaft, aber ich meine es tatsächlich so. Es ist wie auf die Psychiaterbank sich zu legen und über seine Herausforderungen, über seine Erkenntnisse zu reflektieren, zu berichten, um dann die Verbindung mit seinem eigenen Coaching, mit den eigenen Dingen, dem anderen preiszugeben. Und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut, weil diese E-Mails sind nie Ewigkeiten vorgeplant. Also natürlich, wenn ich jetzt sage, ich vermarkte irgendetwas oder es ist ein Launch, dann werden schon mal mehrere E-Mails vorgeschrieben. Aber im normalen Rhythmus habe ich halt meine Auswahl an Dingen. Und das Leben passiert durch meine Coachings, durchs Mentoring, mit dem Hof, mit den Hunden, mit was auch immer gerade passiert im Leben. Ich kriege ein Strafmandat und dann kann ich daraus tatsächlich eine E-Mail machen, kann mich hinterfragen, wozu passiert mir das, meine Lektion daraus machen. Das schätzen die Tausenden von Lesern sehr, und kann den Bogen da dann immer spannen und sagen, das habe ich daraus gelernt. Und wenn du es auch lernen möchtest, dann findest du hier in meinen unterschiedlichen Coaching-Programmen dort eine entsprechende Lösung, wie du aus meinen Lektionen auch für dich lernen kannst, ohne dass du den Fehler haben musst oder dass es für dich einfacher ist oder leichter ist. Und dieser Rhythmus hat sich bei mir bewährt. Damit bin ich sozusagen ja als Unternehmer langfristig nachhaltig erfolgreich geworden und bleibe es hoffentlich noch so lange, wie es E-Mails gibt und wie man Menschen für sich begeistern kann, die was von einem wissen wollen. Ja, tatsächlich, wie man Dinge tut und macht. Mhm, sehr schön, ja. Und jetzt noch so ein letzter Punkt hier. Du bist ja auch Anwender von Quenten, der deutschen Plattform für E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung. Mhm. Was hat dich bewogen, Quenten zu nutzen? Ich bin ein Entdecker, wie ich habe es am Anfang gesagt. Das ist der Fuchs, der probiert alles Mögliche aus. Und als ich gestartet bin, ich war ja damals verantwortlich Geschäftskundenmarketing für O2 Telefonica. Das heißt, Geschäftskundenmarketing bedeutet Vertriebsmarketing, normales Marketing zu machen. Das heißt, Anzeigen, Flyer, Briefe und so weiter. Und das hatte alles nicht so richtig gut funktioniert. Ich habe damals angefangen, E-Mail-Marketing einzuführen, und zwar von Oracle, Eloqua und Salesforce. Das heißt, 500.000 an Software, 500.000 Beratung, um diese Systeme einzuführen. Habe selber mit Infusionsoft angefangen damals, habe mich auch zertifizieren lassen, im privaten Umfeld sozusagen oder dann in meiner Firma, und bin über die Jahre lange Infusionsoft gewesen, war dann sehr unzufrieden. Du kennst ja Infusionsoft auch, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Und habe alles Mögliche ausprobiert im deutschen Markt, im amerikanischen Markt. Und habe festgestellt, im amerikanischen Markt, all die Software-Systeme haben ein Problem in Deutschland.
Ja, weil gerade mit der Telekom und T-Online und so weiter, wenn man da nicht in dieser Senders Alliance ist, bin ich mit Infusionsoft oder auch ActiveCampaign des Öfteren mal, also viel öfter in Spamfiltern hängen geblieben. Hm. Und dann habe ich auch festgestellt, meine Klienten, die können nicht alle Englisch, aber nicht alles hatte eine englische Oberfläche und es war halt einfach kompliziert. Und irgendwann bot mir der Daniel Dirks, Mitgründer von Quenten, an, nee, probier es doch mal aus, ich will dich unbedingt mal als Testkunden haben, schau dir das doch mal an. Und ich habe festgestellt, wow, es hat die Logik von Infusionsoft, aber es ist so simpel und einfach, das entspricht ja eines meiner Kernwerte, ist es, es muss einfach sein bei mir und ich konnte da plötzlich alles machen. Und mittlerweile ist Quenten mit Abstand meine wichtigste Software, meine Schaltzentrale. Alles läuft darüber, also Zugang zu Kursen, alles mögliche Mahnwesen. Viele Prozesse habe ich über Quenten tatsächlich automatisiert, meine Verkaufsprozesse, meine langfristigen Kampagnen, meine Delivery. Und ja, also ich liebe einfach das System, weil ich auch alles damit verbinden kann, was ich gerne möchte. Und das Wichtige ist, es ist deutsch, die Server sind in Deutschland, deutsche Oberfläche und viele wissen das auch. Wenn ich gute Ideen habe, gebe ich es gleich dem Daniel Dirks oder dem Christian König, dem sozusagen anderen Mitgründer, der für die Technik verantwortlich ist, meine Ideen weiter. Und sehr, sehr viele Entwicklungen dort, bestimmt jetzt schon über 10, lassen sich direkt auf meine Ideen zurückführen oder meine Wünsche, die ich gerne gehabt hätte oder aus anderen Systemen kann. Und deswegen liebe ich einfach Quenten, weil wo hat man das schon? Eine Software und die beiden Gründer und Inhaber, die direkt auf einen hören, wenn man sagt, hey, ich hätte gern diesen Knopf oder diese Funktionalität. Ja. Ein wenig später ist es dann tatsächlich integriert. Das hat mich eben auch beeindruckt, denn ich habe ja die Idee gebracht, wie wäre es, wenn ihr da auch Briefpost-Mailings integrieren würdet. Und das wurde dann umgesetzt. Das hat mich dann sehr beeindruckt. Und das war dann für mich auch der Grund, wo ich gesagt habe, ich promote Quenten auch. Ja, also du möchtest ja Lösungen für deine Klienten haben. Dir ist es ja genauso wichtig wie mir, dass es unseren Leuten gut geht, dass sie es umsetzen, dass sie nicht nur Wissensriesen werden, sondern zu Umsetzerriesen werden. Und wenn du dann nicht die richtigen Werkzeuge hast, ja, also es ist wie wenn du irgendwas bauen möchtest. Ja, du hast in einem anderen Podcast gerade gesagt, du bist ein absoluter IKEA-Regalaufbau-Fan. Nee, bist du nicht. Aber wenn man jetzt Werkzeuge hat und man hat die billigsten aus dem Baumarkt und es bricht ab und du kannst nicht richtig schrauben und dir fehlt andauernd das Werkzeug, dann hast du irgendwann keine Lust. Das dauert alles dreimal so lang. Wenn du aber gute Werkzeuge hast und dazu, also für mich gehört Quenten als Premium-Werkzeug für jeden Unternehmer, egal ob Schreiner, oder Online-Marketer oder Affiliate-Marketer oder Dienstleister in irgendeiner Art und Weise, ist es für mich ein Premium-Werkzeug, wo ich meine Kontakte, meine Kundenkommunikation drüber laufen lasse. Und da ist das Beste gerade gut genug. Mhm. Und ja, es gibt auch keine Diskussion. Ich sage das auch jetzt unseren Rouge-Marketing-Anwendern, es brauchte dann eben wirklich ein Tool, wo man Rouge-Marketing auch komplett anwenden kann. Und bei Rouge-Marketing gehören natürlich auch dann Briefpost-Mailings dazu, vielleicht auch Postkartenpakete. Und das kann man wunderbar machen mit Quenten. Ja, das ist wunderbar. Also auch meine Kunden kriegen ja Willkommenspakete und ich mache SMS-Marketing, das ist da integriert. Briefe ist integriert, sodass ich da wirklich auch Vermarktungsbriefe versenden kann, sehr, sehr einfach, ohne dass ich mir komplizierte Gedanken machen muss. Und das sind diese Dinge, dazu ist es eine Routine geworden, genauso auch Quenten, die tägliche E-Mail, ein Tool, wo ich meine tägliche Routine, die tägliche E-Mail vernünftig schreiben kann. Hm. Ja, und ich schreibe die immer live, die E-Mails, und vorher war in Quenten kein Autokorrektur oder zumindest Rechtschreibprogramm drin. Das hat es nicht unterkringelt. Das heißt, ich habe es kompliziert erst im Word-Dokument schreiben müssen, dass ich dann zumindest die wichtigsten Rechtschreibfehler, ne, also Tippfehler und wenn man mal zu schnell schreibt oder irgendetwas. So, gesagt, getan und die haben es umgeändert und jetzt habe ich eine Rechtschreibkorrektur und schon sind auch die wichtigsten Rechtschreibfehler aus meiner täglichen E-Mail raus, weil Geld liebt Geschwindigkeit und ich verwende halt morgens maximal 33 Minuten für eine E-Mail. Und die wird halt in meinem Prozess einmal Korrektur gelesen, aber hauptsächlich auf Grammatik und Formulierung. Und das geht halt bei mir nicht ins Lektorat oder irgendwelche Sachen. Und deswegen ist sowas dann zum Beispiel, okay, wird schnell eingebaut, ist es extrem wertvoll für mich.
Super, sehr schön. Dann, meine Damen und Herren, das war René Rink. Und jetzt noch ein paar Worte zu unserem gemeinsamen Online-Lehrgang, der im Aufsteiger Verlag erschienen ist, mit dem Titel «So werden Sie der Pilot Ihres Lebens und Ihrer Firma». Dieser Lehrgang besteht aus insgesamt 7 Modulen. Ich werde mal hier die Modultitel kurz vorlesen. Modul 1, der Pilot. Modul 2, Routinen. Modul 3, der Flugplan, / die Strategie. Modul 4, Prozesse. Modul 5, die Passagiere, / die Zielgruppe. Modul 6, das Bodenpersonal, / die Crew, / das interne und das externe Team. Modul 7, der Co-Pilot und dann noch die Schlussrunde. Weitere Informationen finden Sie unter www.aufsteiger.ch/pilot. Gegenwärtig läuft eine große Lancierung mit einem Einführungsangebot und das finden Sie eben, wie gesagt, auf aufsteiger.ch/pilot. Vorher haben wir auch kurz über Quenten gesprochen, der deutschen Plattform für E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung. Diese Plattform wird sowohl von René Rink als auch von mir eingesetzt und auch von Thomas Frey und auch anderen Experten des Rouge Marketing Diplom Online-Lehrgangs und auch Hunderten von Rouge-Anwendern. Falls Sie das noch nicht kennen, können Sie auch mal unser Testangebot anschauen auf alexrouge.com/Empfehlungen, finden Sie Quenten ganz oben. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dann!